Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zu der nächsten Folge bei Battlefield 2. Heute gibt's Monster, extra Monster. Und wir gucken mal, ob es hier noch irgendwas zum Mitnehmen gibt. Oh, da unten haben wir direkt ein Kristallei. Okay, ich gehe mal mit Elgin mit. Weil wir holen die Monster weg und dann kriegen wir extra, extra Coins. Das wird sicherlich richtig nice. So. Gleich sind wir unten. Noch ein bisschen. Und genau, hier kommt dann gleich ein Monster raus. Und hier ist Munition. Okay, ist sehr nice. So, ich habe den mal nach hinten geschubst. Einen habe ich weggeholt. Oh, den anderen auch. Gut, gut. Wir können mal so spaßhalber nach da hinten schießen. Aber ich würde sagen, wir sind gleich bereit. Ich sag nein, nein, nein. Ich schreibe mal, dass ein Monster gleich Coins sind. Und wir das ohne große Probleme machen können. 30 Sekunden noch, dann geht's hier los. Und wir können ja immer was hier wegschubsen mit unserem hier verdenksten Dingens hier. X war smacking, ja, ja, genau. So. Das Problem ist halt oft, wenn die Monster jetzt gleich losgehen, das wisst ihr glaube ich auch, geht's jetzt direkt los mit noch einer Welle. Oh, Elgin hat auch noch so einen hohen Ping, die Arme. Die Arme, die Arme. Oh, Victor hat hier Schild und Hammer. Ist ja glaube ich selber wie Schild und Hammer. Also quasi. Ich habe zwischen den Beinen durchgeschossen. Das war schon, war ja genial. So. Ich versuche, so gut es geht, hier Kopfschüsse zu machen. Ich glaube, lass mal Elgin ein bisschen gleich weglaufen. So. Okay. Ich glaube, das ist das wert, weil wir haben Elgin zwar ein bisschen Schaden gemacht. Es tut mir auch leid, Elgin. Aber es sollte ganz okay sein. Wir holen eigentlich ganz kurz die Hookratte weg, die irgendwo hinten kommt. So. Schicken hier noch ein paar Trollhämmer hin und her. Noch einen nach da. Dann müssen wir mal die ganzen Kleinen hier ein bisschen wegschubsen, zumindest bis wir. Ja. Wir müssen die erstmal so wegholen. Ich möchte jetzt hier nicht unbedingt einen Schlag abbekommen. Von einem von dem. Ah, komm. Jawohl, haben wir. Dann schicken wir nochmal einen Trollhammer nach hier oben. Nochmal einen. Okay, das war ein sehr guter, der hat niemanden von unseren Mates getroffen. Und dann gehen wir mal schnell nach hier oben. Hopp, 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 hopp. Ich nehme mal Axt und Schild wieder in die Hand. Oh, da hinten ist ein Assassiner. Ich habe leider keinen Achtung-Knopf oder so. Das ist natürlich nicht so gut. Und wir sparen uns mal unsere Coins auf. Ah, ah, ah. Verdammt, ja, wir sparen uns die Coins auf. Ich hätte gerne am Ende mal einen Trollhammer, der irgendwas anderes macht, außer irgendwie Kopfschussschaden oder was. Aber wir werden sehen, ob das gut funktioniert oder nicht. Wir werden es sehen. So. Dingens ist weg hier. Ich sag mal Patrouille. Okay, so viel dazu. Patrouille ist jetzt angelockt. Da werden wir mal hier schön mit einem Trollhammer reinschießen. So. Okay, wir haben genug weggeholt. Wir müssen jetzt mit dem Trollhammer nichts mehr machen. Wir gucken mal, dass wir noch den Rest hier ein bisschen ausdünnen. So. Ein bisschen aufpassen hier von hinten. Ich möchte ja auch nichts hier von hinten abbekommen. Dann müssen wir unseren Ding jetzt nochmal hier komplett nachladen. Ich weiß jetzt nicht, wo der Lead-Chan ist. Wir haben Victor irgendwie verloren. Okay, Sienna ist wieder da. Ist jetzt gerade nicht so schön. Ich glaube, ich werde den Dingens trinken jetzt gleich. Jetzt muss ich den hier wegschubsen. Den Dingens möchte ich trinken, den. Wie heißt es so schön? Den Zorntrank. Oh je, das wird ungemütlich. Ich sag mal, kommt her, weil ich kann jetzt nicht für die Sicherheit hier garantieren.
Okay, wir trinken jetzt. Wir müssen jetzt uns auf den Dingens hier fokussieren. So. Der muss weg. Der muss jetzt möglichst schnell weg. Alles gut, wenn er hinter uns her ist, alles in Ordnung. Okay, gut, gut. Wenn er hinter uns her ist, ist alles in Ordnung. So, wir haben noch zwei Trollhämmer, das heißt, wir brauchen wieder bald Muni. Dann kriegen wir auch ein bisschen Leben dazu, das ist ganz gut. Boah, ich treffe irgendwie auch irgendwie die Gegner nicht, die direkt vor uns stehen. Das ist schon ein bisschen traurig. Boah, ich muss hier auf Treppen echt ungemein aufpassen. Wir wissen alle, wie ungemein gefährlich Treppen sind. Gefährlicher als der Minotaur gerade. Okay, gut, gut. So, wir holen jetzt mal mit der Axt weg. Das geht, glaube ich, ein bisschen flotter. So. Okay, perfekt. Dann, ich schaue nochmal links ganz flott nach Munition. So ein bisschen was können wir gebrauchen. Oh ja, perfekt, perfekt, perfekt. Dankeschön. So. Der Getränk haben wir halt schon geschnurrt. Das ist halt schon das Problem. In den Kisten hier sehe ich nichts. Ich sage auch noch Stärketrank. Ich meine hier, Zorn. Zorn auf Deutsch. Und Wrath. Wrath müsste auf Englisch sein. Ah, wir haben nochmal ein Dingens bekommen. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Angst, weil ich irgendwie so hin und her Sachen höre. Wir nehmen mal das Fass weiter mit, aus dem Grund, dass gleich die Welle ankommt. In 40 Sekunden können wir dann irgendwo das Fass hinlegen. Dann haben wir einen hier komplett zugemacht. So, wir helfen mal Sienna hinten ein bisschen. Staggern die mal ein bisschen weg hier. Okay, da oben kommt noch einer. Der ist weg, gut, gut. Und ich versuche halt auch, dass Sienna hier gerade nicht wirklich getroffen wird. Munition sollten wir nochmal bekommen, hoffe ich. So. Okay, ja, was machen wir? Was machen wir jetzt? Wir machen es fast hier hin, würde ich sagen. Und senden mal hier wieder Trollhämmer rein. So, zweiter hinterher. Okay, gut, gut. Wir müssen auf Trollhämmer fokussieren. Okay, alles gut. Er fliegt weiter zurück. Und weiter. Perfekt. Okay, er ist hinter uns. Alles in Ordnung. So, du kriegst noch einen Trollhammer hinterher. Und noch einen. Wir stackern den echt extrem gut, muss ich sagen. So. Noch einen und dann ist er eigentlich auch weg. Ah, noch ein bisschen mehr. Dann können wir den jetzt auch so hier wegholen. Okay, perfekt, haben wir. Dann holen wir noch die paar kleinen hier hinten weg. Und dann geht's weiter. Vor hinten ist ein Stormy. Okay. Haben wir auch weggeholt. Hinter uns war gerade auch noch ein Leech gewesen. Oh, das war jetzt echt gerade hier. Sehr, sehr gut, guter Block gewesen. Okay. Das Problem ist, jetzt brauchen wir wieder Munition. Wir laden auch erstmal einen Trollhammer nach. Munition gibt's da. Ich schicke mal den Trollhammer weg einfach. Ist ja relativ. Kleiner Schuss. Oh, ein bisschen Coins. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht ist es ganz gut gewesen, dass wir wirklich hier Leben durch Munition aufnehmen bekommen. Wenn wir gleich nochmal eine Munitionskiste oben bekommen, können wir dann da oben ausharren. Also vor dem Drop später. Da müssen wir mal schauen. So, können wir denn hier so? Ja, wir können den auch so hier wegholen. Sehr nice. Ich weiß nicht, ob wir eine Hookratte irgendwo haben. Ich habe gerade irgendwas klappern gehört. Ich bin mir aber nicht so sicher. So. Gibt es hier nochmal Munition? Nö, sehe ich nicht. 40 Sekunden haben wir. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Können den hier ein bisschen runterschubsen. Können hier die Coins nutzen. Ich glaube, da oben war eine Blutratte irgendwo gewesen. Ist gut möglich. Aber ich laufe mal hier schnell vorbei und hole nochmal oben ein bisschen was weg. Sehr schön, wir haben einen hier. Dann holen wir nochmal
Die hier weg. Perfekt. Okay, wir haben jetzt die Welle und dann trinken wir den Zorntrank. Machen keinen... Wir gehen keine Risiken ein, sage ich mal, eher so rum. Acht. Oh, verdammt, ich wollte noch gar nicht schießen. Meine Fettfinger hier. So. Und eins. Und zwei. Okay, wir müssen jetzt schnell wieder nachladen. Hopp, 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 hopp. So. Wir konnten ihn wieder ein bisschen nach hinten schubsen. Nochmal ein bisschen nach hinten schubsen. Jetzt warten wir mal ganz kurz. Wir schießen nach da. Ich möchte ihn halt auch nicht zu sehr nach hinten. Okay, wir haben den runtergeschubst. Schade. Naja, aber lässt sich hier nicht vermeiden. Lässt sich hier nicht vermeiden. Ist so ganz, ganz hier, wie sagt man, alles ein bisschen hier eng. Und da schubsen wir halt auch leider runter mit unseren ganzen Explosionen. So, aufpassen, dass Sienna nicht angehittet wird von hinten. Und dann suchen wir uns nochmal neue Munition. So, 5. Hier sind zwei Flammenratten. Die haben wir. Da hinten ist unser nächster Minotaur. Wir gucken mal, dass wir die hier alle wegholen. Und nicht von hinten angehittet werden. Die Idee ist halt, wenn wir später da lang müssen... Oh, verdammt hier. Victor, ich dachte, du bist hinter uns. Und die teleportiert sich einfach da hoch. Okay, gut, gut. So, ist aber nicht so schlimm. Wenn wir nochmal Munition finden, kriegen wir wieder ein bisschen Leben zurück. Und auch Munition. Das ist ja das Wichtige dabei. So, ich sehe hier einen grünen Anvil. Ich glaube, wir können gar nicht. Wir können gar nicht rerollen, ne. Das ging in Peregrinage. In Peregrinage konnten wir rerollen. Das war nice. Das war sehr, sehr nice gewesen. So, ich passe auf, dass niemand hier getroffen wird. Okay, nice, nice. Und dann warte ich schön hier. Ich werde ein bisschen Munition verballern und danach erst die Munition nehmen. Das ist so zumindest die Idee. 26 Sekunden haben wir sogar noch. Aber wenn die Welle jetzt kommt, kann es hier nach vorne schon mal ein bisschen anzünden. Das ist gut. Ich schreibe nur mal, dass es hier mal aufpassen soll. So. Weil jetzt gleich kommt das Monster. Ich werde jetzt direkt schießen, wenn es spawnt. Okay, los geht's. Direkt schießen. So. In die Kontrolleinheit hinten. Das tut besonders schön weh. So, wir haben sogar noch einen Stormwurman irgendwie bekommen. Ist ja auch eigentlich ganz gut gewesen. So. Ist noch nicht runtergefallen. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Okay, ich lasse jetzt mal unsere Minigun den Rest machen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt alles aufbrauchen, nur für das Monster. So. Das heißt, wir haben noch 10 Schuss. Das ist sehr gut. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Kiste hier unten ist. Hust, hust. Mit Gefühl meine ich, bin mir ziemlich sicher. Oder hatten wir die Kiste schon? Ne, wir hatten die Kiste noch nicht gehabt, glaube ich. Okay. Also 2, 3, 4, 5. Da ist die Kiste. Hier ums Eck ist irgendein Trank, den ich... Ich weiß nicht, ob ich den will, aber ich guck mal, ob ich den will. Life Share ist okay, okay. Dann schauen wir nochmal hier. Vielleicht gibt es hinten nochmal ein bisschen Munition. Aber jetzt sollten wir erstmal nach der Welle dann das machen. Okay, ich sehe keine Munition. So, wir müssen mal die Dingens da oben wegholen. Sehr nice. Wir müssen uns keine Sorgen für das Ei machen. Weil nämlich das Ei verschwindet, wenn wir die Kiste öffnen. Ist also nicht so schlimm. So, ich gehe mal hier runter zur Sienna. Nicht, dass Sienna hier unten ein Problem hat. Okay, wir müssen die Dingens hier mal wegholen, den Stormwürmen. Und danach sollten wir mal Elgi heilen. Nach der Welle, bevor wir die Kiste starten. Okay, wir müssen die Dingens hinten wegholen. Ich komme da gerade nicht dran. Ich habe keinen Brawler mal ready, leider. Okay, gut, gut. Ich heile Elgi jetzt mal schnell.
Okay, perfekt. So. Da. Okay, gut, gut, gut. Dann also sage ich mal, dass ich die Tour beginne. Oder ich sage gar nichts und mache einfach. Ah, okay, das ist einfach. Das sind nur Archer, oder? Es sollten nur Archer sein. Genau, sind nur Archer. Das ist ja echt eine... Das ist eine liebe Kiste. Eine viel zu liebe Kiste. Oh, verdammt. Trotzdem werden wir hier angestochen wie sonst was. So, ist aber nicht so schlimm. Damit kommen wir schon klar. Wir können auch mal unsere hier Dingensangriffe nutzen. Ah, lieber nicht. Ich gehe mal ein bisschen nach hier hinten, dass uns die Archer nicht so gut treffen können. Senna geht soweit in Ordnung, wie es aussieht. Ich arbeite hier gerade auch nur mit schweren Angriffen, um alles wegzudrücken. So, okay, weg mit denen da, weg mit denen da. Wir passen mal ein bisschen auf, dass wir nicht gerade angestochen werden. Schubsen wieder den Rest hier weg. Holen uns noch... Ah, verdammt. Ja, die haben einfach auch eine üble Reichweite. Wir stehen auch nicht an dem besten Spot hier. Ich komme halt hier rechts neben uns runter. Aber wir sind gleich hier fertig. Das ist das Gute dabei. Okay, da ist nichts mehr. Das ist gut. Okay, nice, nice. Einen Grazbogen gibt es jetzt hier. Mal gucken, was kriegen wir. Oh, Gerechtigkeit und dann kritischer Treffer. Hm. Kritischer Trollhammer? Garantiert kritischer Trollhammer? Ja, machen wir, oder? Das hört sich doch gut an. Das heißt, dreimal blocken, ein Trollhammer. Ist die Idee. Ja, mal gucken, wie gut wir das machen können. So, wir haben 800 Coins. Ich werde die mal aufheben. Für schlimmere Momente, beziehungsweise für die nächste Map. Ich treffe heute irgendwie manche Ratten gar nicht. Manche schaffen es sich da irgendwie so durchzusneaken. 150 kostet es, gell? Ah, ich weiß ja nicht. Ah, verdammt, ich mach's doch. Ich mach's doch, es tut mir leid. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt nur gute Boons auf der nächsten Map. Ah, Granatenexplosion ein zweites Mal. Okay, das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Wir schauen mal, ob wir noch irgendwo eine Bombe finden können. Okay. Mal gucken, können wir den Assassin da hinten noch ein bisschen bekommen? Okay, ja. Gut genug. Hier, fünf. Schau mal hier hinten. Da gibt es noch ein paar Münzen, die nehmen wir mit. Und ja, wir können drinnen kämpfen, wir können auch oben kämpfen. Es ist beides möglich. Es ist alles nicht so extrem schön. Ich bin ganz gern dafür, dass wir hier drinnen bleiben, damit das ein bisschen schneller geht. Zumindest ist es so mein Gefühl, dass es schneller geht. Victor ist auch bei uns, also wir sind ganz gut hier dabei, so wie es aussieht. Gucken, dass wir die meisten hier reinschubsen. Die meisten scaven. So, noch ein bisschen hier ab ins Loch. Ja, erste Folge war schon genial. Ich so, oh nein, die Patrouille kommt nicht von hinten hoch und dann haben wir die einfach alle weggeschubst. Victor hat uns das Schild gegeben. Es ging irgendwie schon ziemlich gut. Hat ziemlich gut funktioniert. Und es war noch nicht mal so geplant gewesen. Mein Plan war eigentlich, das Feuerfass anzuzünden und zu warten, dass die ganzen Stormwürmen halt da durchlaufen. Das war so mein Plan gewesen. Zumindestens sage ich das die ganze Zeit oder denke daran die ganze Zeit. So. Wir gucken mal, dass wir noch ein bisschen hier Dingens wegholen. Ah, ich kann jetzt Sienna nicht mehr geben. Ist ein bisschen schade. Nice. Sienna hat die wegbekommen. Sienna, sage ich schon, Ellie hat die wegbekommen. Wir holen mal die hier weg. Und dann die da hinten gleich. Ah, okay, müssen wir nicht. Wir müssen aber hier die Stormwürmer ein bisschen wegholen. Okay, ich glaube, LG hat jetzt den Trank getrunken. Okay, ist ein bisschen schade. Aber nicht allzu schlimm. Das Problem ist halt, dass wir nach und nach wieder Dingens bekommen. Jetzt gleich ein Monster wahrscheinlich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen.
Okay, LG wird hochgeholt. Ja, LG tut mir halt leid, weil sie ein bisschen hohen Ping hat. Da können wir gerade nicht wirklich helfen. So. Ich muss mich mal wieder in die Mitte arbeiten. So. Schubs mal. Okay, ich arbeite mich aus der Mitte wieder raus. Okay, ich darf mich jetzt nicht von den Dingens hier treffen lassen. Wir haben einen Assassin bekommen. Noch viel zu viele sind irgendwo anders da. Okay, komm, den kriegen wir auch noch. Aber zwei haben wir. Dann laden wir unseren Minigun nach. Zwei. Müssen hier nochmal ein bisschen wegschubsen dann. Drei haben wir schon nachgeladen. Und noch einmal nachladen, dann ist eigentlich auch in Ordnung. Dann läuft sie langsam hoch. Das passt schon. Okay. Ist gut, wenn wir zusammen dahin gehen. So, okay, den Assassin haben wir jetzt auch. Ich gehe mal wieder in die Mitte, weil wir wollten eigentlich hier in der Mitte stehen, um das Ding hier vorlaufen zu lassen. Aber irgendwie klappt es halt auch nicht so perfekt, wie ich es mir gerade vorstelle. Naja, im Notfall geht der Timer halt aus. Mann, ich wollte doch gerade hier schön, wie sagt man so schön... Boah, ich muss aufpassen hier. Das ist nicht so gut, wenn wir hier von einem Assassinen in die Mitte geschleudert werden. Aber die Idee war eigentlich, dass wir in der Mitte stehen. Das war die Idee. So. Wir schubsen alles weg, das können wir ganz gut. Oh, Global, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Vor allem nicht, wenn er hier reinwirft. So, aufpassen, dass wir nicht getroffen werden gerade. Auch hinter uns auch Gas, natürlich nicht so schön. So, Victor holt den Globadier weg. Das schafft er schon. Wir können auch ein, zwei Mal hier nachladen und... Oh, okay, der Timer ist abgelaufen. Aber... Das heißt... Wir gehen in der nächsten Folge, oder? Wir gehen in der nächsten Folge nochmal einkaufen. Oh, wir haben einen Kuba dazu bekommen. Nice, nice. So, wir gucken mal, dass wir nicht noch hier gebacksteppt werden. Wäre eigentlich auch ganz gut, wenn das nicht noch passiert. Aber dann sind wir jetzt schon am Ende. Und, ah, verdammt, wir wurden nochmal gebacksteppt. Aber die Folge ging dann doch noch relativ gut. Bei der Kiste war ich immer noch ein bisschen vorsichtig, weil ich habe mir gedacht, es könnte interessant werden. Ging aber jetzt doch deutlich besser als erwartet. Aber ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir haben jetzt 10% mehr Angriffsgeschwindigkeit, genau. Wie man es gerade auch sieht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge gehen wir direkt in den Shop und dann geht's weiter. Und ja, bis denne und ciao, ciao.